Mein Telefon klingelt, Mandantin ruft an, die wir in einer Unfallangelegenheit anwaltlich vertreten. Sagt, Herr Preuß, ich habe ein Schreiben von der Versicherung bekommen, ich verstehe das alles nicht. Ich sage, schicken Sie uns zu, ich gucke es mir an und melde mich nachher bei Ihnen. Und dieses Schreiben ist exemplarisch. Als Verkehrsunfallgeschädigter muss man wirklich aufpassen. Ich lese euch das Schreiben mal vor und wir zeigen auch den Text, der ist so im typischen Versicherungsdeutsch geschrieben. Im gesetzlichen Rahmen übernehmen wir die finanziellen Unfallfolgen, wenn diese das bei uns versicherte Fahrzeug verursacht hat. Und die Mandantin fragt, was heißt denn das? Das heißt gar nicht. Das heißt nicht, dass die Versicherung die Haftung anerkennt, sondern im Prinzip heißt das nur, die Versicherung sagt, naja, wir überprüfen das noch und das Ergebnis teilen wir Ihnen noch mit. Also nicht auf solche Schreiben verlassen. Und dann steht auch in dem Schreiben hier, ein Gutachten ist nur bei ganz erheblichen Beschädigungen erforderlich. Bitte schicken Sie uns Fotos vom Schaden. Auch völliger Quatsch. Ja, ob das erforderlich ist, das Gutachten, ist gar nicht die Frage. Die Frage für einen Unfallgeschädigten ist, wann darf ich ein Gutachten einholen? Und bei Schäden über 1000 Euro ist die Rechtsprechung völlig eindeutig. Dann muss die Versicherung auch die entsprechenden Sachverständigenkosten tragen. Und so ein Gutachten hat für den Unfallgeschädigten nur Vorteile. Der Schaden wird vernünftig dokumentiert. Es werden Fotos gemacht. Der Gutachter sagt, was zu einer Wertminderung, will ich das Fahrzeug später verkaufen? Kann ich nachweisen, wie hoch der Schaden war und dass alles ordnungsgemäß repariert worden ist. Quintessenz, lasst euch von solchen Schreiben nicht beeindrucken, nehmt eure Rechte wahr, lasst euch anwaltlich vertreten und im Regelfall beauftragt einen Sachverständigen damit, euren Schaden zu dokumentieren und ein Gutachten zu erstellen.